Jede Automarke kann eine Geschichte erzählen. Von Erfolgen, Innovationen und wegweisenden Modellen, aber auch von Niederlagen. Bei Bentley ist diese Geschichte besonders bewegend. Also es gibt ja Tage im Leben eines Autotesters, da geht einem das Herz auf. Die Kombination aus Bentley 3,5 Liter und Dolomiten-Passstraßen, Sie müssen zugeben, es gibt schon härtere Jobs. Bis 1930 steht der Name Bentley für sensationelle Erfolge im Motorsport. Ein Jahr später ist Bentley pleite und wird vom Konkurrenten Rolls-Royce geschluckt. Das erste gemeinsame Baby heißt Bentley 3,5 Liter. Also als man mir gesagt hat, ich würde heute Bentley fahren, da habe ich mich ja ehrlich gesagt auf einen laut grölenden Schwermetallboliden eingestellt und auf einen ziemlich kräftezehrenden Arbeitstag. Nichts davon hat sich bewahrheitet. Also nachdem man sich so ein paar Minuten daran gewöhnt hat, fährt sich dieser Bentley 3,5 Liter wirklich extrem lässig, schaltet unglaublich präzise und mit 110 PS, da machen auch solche Bergstraßen hier richtig Spaß. In Produktion geht der Bentley 3,5 Liter als sportlicher Ableger des Rolls-Royce 2025 im Herbst 1933. Unser Open-Sports-Modell aus dem Zeithaus der Autostadt Wolfsburg wird im Januar 1934 von dem Londoner Karosseriebauer Vanden Plas eingekleidet. Der schlichte und sehr übersichtliche Innenraum gibt dem Chauffeur keine Rätsel auf. Doch wer will wirklich in diesem Bentley einem Chauffeur das Fahren überlassen? Zu spaßig und einfach lässt sich der 3,5 Liter im Alltag bewegen. Ein niedriger Schwerpunkt und der elastische Reihen-Sechszylinder begeistern jeden Fahrer auf Anhieb. Dieser Bentley 3,5 Liter wurde ja damals unter dem Slogan The Silent Sports Car vermarktet. Und er ist tatsächlich ziemlich leise. Wer es nicht ganz so silent mag, für den gibt es hier ein Hebelchen, mein Lieblingsschalter bei diesem Auto. Den macht man nach vorne, dann öffnen sich ein paar Klappen. Und siehe da, kann man schön auf dicke Hose machen. Der Reihen-Sechszylinder-Motor besitzt zwar nicht die Vier-Ventil-Technik früherer Bentley-Konstruktionen, doch die Leistungsausbeute ist mit 110 PS bei 3800 Umdrehungen in der Minute recht ordentlich. Kritik verdient lediglich die Lage des Schaltstocks. Der Knauf liegt direkt neben dem rechten Knie des Fahrers. Dafür sind die oberen Gänge synchronisiert. Ettore Bugatti hat ja mal gesagt, Mr. Bentley würde die schnellsten LKWs der Welt bauen. Aber das änderte sich, nachdem Rolls-Royce Bentley geschluckt hat. Und dieser Bentley 3,5 Liter war das erste Ergebnis dieser Liaison. Und in einem Testbericht von damals habe ich gelesen, da wurde gesagt, der Fahrkomfort dieses Autos sei fast ladylike. Und jeder, der schon mal hinter dem Steuer eines Blower Bentleys gesessen hat, der weiß diese Entwicklung durchaus zu schätzen. Die mit einem Roots-Kompressor aufgeladenen Bentley Blower fahren von 1929 bis 1932 die Konkurrenz in Grund und Boden. Doch meistens nur für eine Rekordrunde. Die 5 Le Mans-Siege zwischen 1924 und 30 holen die nicht aufgeblasenen Bentleys. Die Liebe des Firmengründers Walter Owen Bentley zum Motorsport machte die Marke berühmt. Na, ist das ein stylisches Gefährt? Diese super schöne Karosserie stammt übrigens von einem Karosseriebauer aus London. Und ansonsten steckt in diesem Bentley 3,5 Liter sehr viel Rolls-Royce. Das Chassis zum Beispiel stammt von einem Rolls-Royce-Prototypen und die 3,7-Liter-Maschine aus dem Rolls-Royce 2025. Da wurde natürlich noch fleißig gefeilt und geschraubt, um ihn auf 110 PS hochzutunen. Und damit wurde man dann auch dem sportlichen Image von Bentley gerecht. Manch ein Purist mag sagen, dieser Bentley ist eigentlich eher ein Rolls-Royce. Mir persönlich ist es wurscht. Mir gefällt er so, wie er ist. Vor allem auch mit dieser beeindruckenden Lichtanlage. Mit dem Einstieg von Rolls-Royce entfernt sich Bentley zunehmend von dem LKW-Image. 1177 Silent Sports Car rollen Mitte der 30er aus der Rolls-Royce-Halle zu Derby in die Garagen wohlhabender Herrenfahrer. Der Neupreis? 1380 Pfund. Also nun bin ich ja nicht gerade ein lodernder Fan solcher Vorkriegsmodelle, aber dieser Bentley 3,5 Liter hat es mir tatsächlich angetan. Ein extrem lässiges Gefährt und in Sachen Komfort, Bedienung und Standfestigkeit setzte er nun mal international Maßstäbe bis in die 50er Jahre hinein. Insofern hat er das Prädikat Meilenstein der Automobilgeschichte definitiv verdient. Seit 1999 gehört Bentley zum VW-Konzern. Geschichte kann ja so spannend sein.